Hast du dich schon mal gefragt, warum du zwar gute Songs schreibst, diese aber trotzdem irgendwie nicht mit modernen Produktionen mithalten können? Ich verrate dir was, das liegt gar nicht an deinen Songs, die sind mit Sicherheit gut. Es liegt vor allem daran, dass du in Zukunft nicht nur den ersten Schritt gehen musst, nämlich gute Songs schreiben, sondern vor allem auch die letzte Meile. Und was die letzte Meile für mich bedeutet und wie auch du deine Songs demnächst ganz einfach auf das nächste Level heben wirst, das verrate ich dir jetzt gleich. Ich bin Jonas und du bist genau richtig hier im Recording-Blog. Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Die Frage, warum professionelle Produktionen oft so viel besser klingen als die eigenen Songs, ist nicht immer ganz einfach zu beantworten, weil einfach zu viele Faktoren da mitspielen und da ist der Mix des Songs tatsächlich nur ein Aspekt unter vielen. Die Basis eines erfolgreichen und vor allem gut klingenden Songs ist mit Sicherheit zunächst einmal der Song selber. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass du ein ordentlicher oder sogar ein sehr guter Songwriter bist. Das ist also wahrscheinlich nicht dein Problem. Der nächste Schritt ist dann eine ordentliche Aufnahmequalität, denn wir können in der DAW heutzutage zwar schon eine Menge reparieren, aber eine schlechte Aufnahme ist eine schlechte Aufnahme, ist eine schlechte Aufnahme. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Oder wie unsere Oma immer sagte, Kacke kann man zwar polieren, dann glänzt sie auch schön, aber es bleibt eben Kacke. Sorry, der musste sein. Also, guter Song, gute Aufnahme. Was noch? Gutes Arrangement natürlich. Der Song sollte im Arrangement von vorne bis hinten dynamisch, abwechslungsreich und damit auch interessant sein. Und zwar so interessant, dass der Zuschauer eben nicht nur die ersten 30 Sekunden von dem Song hören will, sondern vor allem auch die letzten 30 Sekunden. Falls du da übrigens noch Inspiration brauchst, verlinke ich dir hier gerne mal unter dem Video einen kostenlosen Spickzettel für Songwriter, in dem ich dir jede Menge Tipps und Tricks gebe, die dir garantiert schon bei deinem nächsten Song weiterhelfen werden. Und wenn du noch mehr Inspiration brauchst, dann gibt es im Premium-Bereich vom Recording-Blog neben unzähligen Mix-Tutorials, Songs zum selber mischen, dem Austausch in der Premium-Familie und vielem mehr auch eine Videoreihe, in der ich mit dir und für dich Musik höre und dir verrate, was ich bei diesem oder jenem erfolgreichen Welthit so alles Besonderes höre und wie es dir vor allem in deiner Musik demnächst weiterhelfen kann. Link dazu hier oben oder auch unten in der Videobeschreibung. Also nochmal, guter Song, gute Aufnahme, gutes Arrangement, soweit so gut. Aber ich habe ja von der letzten Meile gesprochen. Und dieser Punkt ist in den letzten Jahren tatsächlich immer wichtiger geworden. Und damit du verstehst, was ich mit der letzten Meile meine, gehen wir mal rüber in die DAW zu einem Beispiel. Los geht's. Hier haben wir jetzt von Maido Music den Song I Know, den ich im Premium-Bereich schon mal in einem ausführlichen Video-Tutorial gezeigt habe. Und hören wir mal kurz an dieser Stelle hier rein, da gehen wir nämlich vom Refrain in den Zwischenteil und das klingt so. Eigentlich also alles soweit okay, oder? Der erste Schritt ist also getan, aber was in modernen Produktionen jetzt stattfindet, ist, dass der Song an allen Ecken und Enden und fast schon bis zum geht nicht mehr mit Kleinigkeiten ergänzt wird. Und zwar Kleinigkeiten, die das Ganze zwar ergänzen, sowie zusätzliche Gewürze, aber nicht das komplette geschmackliche Ruder übernehmen sollen. Stell dir einfach mal vor, dass du bisher nur mit Salz gekocht hast, und das war auch soweit lecker, aber ab sofort kannst du mit unendlich vielen weiteren Zutaten kochen, die das geschmackliche Ruder zwar nicht komplett übernehmen sollen, aber dafür sorgen, dass aus etwas Gutem etwas sehr Gutes werden wird. Und das ist für mich deshalb die letzte Meile, weil das kleinteilig ist und zeitlich auch aufwendig werden kann, aber kreativ macht es unfassbar viel Spaß und es bringt einfach einen riesen Unterschied. Und wenn du für deine Songs auch nur das Beste willst, dann geh halt diese letzte Meile. Ich habe hier an dieser Stelle zum Beispiel jede Menge weiterer Zutaten reingeworfen und vielleicht inspiriert dich das ja auch für deinen nächsten Song schon, da nochmal ranzugehen, den nochmal aufzumachen und den noch weiter zu ergänzen. Wir schauen mal kurz diesen Übergang, den haben wir gerade schon gehört. Ich sag dir mal, was ich als erstes gehört habe. Manchmal höre ich so Phantominstrumente und ich habe für diesen Übergang gehört, dass da ein Mellotron rein muss, wie bei den Beatles. Ne? Düten, 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 düten. Das habe ich dann noch eingespielt. Das klingt wie folgt. Also einfach nur, was den Song nochmal ein bisschen anheben soll, das den Rhythmus unterstützt und nochmal dazu gibt. Ich gebe dir das mal hier mit, dem Mellotron direkt an dieser Stelle. Ohne. Ah,
Also, eine Kleinigkeit, wie gesagt, übernimmt den Song nicht, sondern einfach nur unterstützt das Ganze. Dann wollte ich noch weitere Gitarren reinpacken, damit das Ganze nochmal so einen nächsten Lift nimmt, nochmal auf die nächste Stufe gehoben wird. Also habe ich jede Menge Gitarren eingespielt, aber keine, die so laut ist, dass jetzt der Song komplett von Popsong auf Metal umgebaut wird, sondern einfach nur alles so Kleinigkeiten, die in verschiedenen Frequenzspektren und über verschiedenen Positionen auch im Panorama dafür sorgen, dass der Song noch den nächsten Lift nimmt. Wir hören sie mal einfach kurz Stück für Stück durch. Also, ich gehe nochmal hier vorne hin und ich zeige dir mal hier erstens Zerre Oktave habe ich eingespielt. Dazu eine Zerre in die Mitte, die das Ganze in der Mitte nochmal stützen sollte. Dann so eine abwechselnde Gitarre. Dann habe ich als nächstes gedacht, der Bass braucht noch einen kleinen Lift. Also habe ich den Bass genommen und den nochmal gedoppelt mit dieser Gitarre hier. Kann ich den mal mit dem Bass zusammengeben. Da kommt diese Gitarre dazu. Dazu den Bass. Auch eine schöne Idee, dass du den Bass einfach mal doppelst mit einem anderen Instrument, Piano, Synthesizer, eben Gitarre, damit das Ganze hier in diesem Fall nochmal ein bisschen mehr Schwung bekommt. Einfach nur doppeln in einer anderen Lage drüber und schon macht dein Bass den nächsten Sprung, ohne dass du irgendwie einen Equalizer draufschmeißen musstest oder sonst was. Dann habe ich noch eine Oktavgitarre oben drauf gepackt, die den Rhythmus nochmal unterstützen soll. Und noch eine hohe Gitarre. Ne? Unterschiedliche Lagen, unterschiedliche Positionen im Panorama, alles hilft irgendwie ein bisschen mit. Und wenn ich das mal alles zusammennehme hier, die Gitarren, die ich alle eingespielt habe, Mellotron noch dazu, und zum Schluss habe ich gedacht, ich möchte der Stimme noch eine andere Textur geben, eine andere, nicht eine andere Klangfarbe, sondern einfach noch das noch unterstützen und habe dann einfach eine Stimme nochmal die Stimme dupliziert und habe die richtig verfremdet, hochgepitcht, nochmal richtig kaputt gemacht. Dabei ist dann das hierbei rausgekommen. Zusammen mit der Hauptstimme. Now want to hold. That's the part that you should know. Einfach nochmal eine neue Textur oben drauf gepackt. Und wir hören uns das Ganze jetzt mal ohne meine Ergänzung an und dann schalte ich die mal dazu. Mach mal das Solo hier aus und dann gebe ich dir die kompletten Ergänzungen hinzu. Und du wirst sofort, speziell am Übergang, wirst du einfach hören, dass das Ding nochmal einen echten Lift macht. Einmal ohne, dann stoppe ich und dann mache ich einmal mit. Hör mal. Und jetzt mit. Ohne. Und ein weiterer Vorteil von diesen ganzen Ergänzungen und Kleinigkeiten ist natürlich, wenn der Song dann wie an dieser Stelle jetzt zum Beispiel klein werden soll, kann man auch alles wieder wegnehmen. Das heißt, wo viel ist, kann man auch viel wegnehmen und der Song kann tatsächlich nochmal richtig klein werden an der Stelle. Hoffentlich inspiriert dich das, deinen nächsten Song direkt nochmal aufzumachen, die letzte Meile tatsächlich für jeden Song, für jede Stelle im Mix zu gehen, nicht nur im Mix, im Arrangement, in der Produktion, wie du es auch immer nennen möchtest. Und falls du dann wissen möchtest, wann dein Song tatsächlich fertig ist, wann dein Mix fertig ist und der Song fertig ist, kann ich dir auch eine Inspiration geben. Meine Ideen dazu in diesem Video, da sehen wir uns dann. Bis die Tage, mach's gut und Yassou.